Hallo Freunde von Crusader Kings 3, herzlich willkommen zu einer neuen Spielrunde. Jonas von Norrington ist uns gejoint. Hier auf der linken Seite seht ihr die teilnehmenden Spieler zu dieser Runde. Eigentlich wollte EPS mitkommen, aber naja, was soll man sagen, da hat was gefehlt. Die Zeit, wie es aussieht. Dementsprechend spielen wir jetzt hier zu 6 weiter, zu 8, bei 6, 9, zu 9. Und wie immer Roleplay vor allem anderen, und wenn alle ready sind, dann mache ich weiter. Jetzt wird ein bisschen diskutiert, was Jonas nehmen soll oder jemand nehmen könnte, weil er eine Runde zu spät gekommen ist, und dann schauen wir. Und ja, es wird schwierig. Sardinien ist in einer schwierigen Position. Mal schauen. 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind aber... Ich bin noch nicht drin. Ach, der Norrington ist noch nicht drin. Bin noch nicht drin. Ach, Norrington ist schon drin, aber hat noch kein Land und keinen Charakter gewählt. Richtig, genau. Also wir sind zum 9. Sind zum 9, ja. Ja. Oh. Da fehlt doch noch ein bisschen was. Also ich habe Prime vergessen. Entschuldigung, Prime ist so klein, da habe ich vergessen. Boah, also, ich bin der Einzige, zwei, der eben über fünf, Bildschirm sitzt. Sechs, gerade sieben einen. Sind wir. Dann fehlen trotzdem noch zwei Leute. Nein, es sind 9 Leute drin. Alter, ich sehe es. Es ist gut. Nur Jonas muss sein Land noch wählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist nur 7 Spieler auf der Karte, ohne Scheiß. Zoom halt ein bisschen raus. Jan ist ganz rechts. Ja, ja, King Jan, habe ich gesehen. Ja, und Wulfgar ist oberhalb von... Ach, scheiße, hier Wulfgar. Ich habe Wulfgar vergessen. Ah, sind wir ist ja auch so klein, kann man übersehen. Und dich selbst musst du natürlich auch zählen, da sind wir schon 9. Ja, ja, ja. Nee, weil Wulfgar hat so eine komische Farbe, das fällt schon. Ach so. Es ist wild. So, Niederbayer ist weg. Niederbayer spielt jetzt als Graf Leuthold von Fronthausen. Was? Was? Er ist auf jeden Fall nicht mehr auf der Karte. Was? Doch, er ist da, oder? Doch, ich habe jetzt nur auf Spielen gedrückt. Aber du bist nicht mehr König von Frankreich. Du bist, oh Gott, du bist die Grafschaft von Fronthausen. Grafschaft von Fronthausen hast du ausgewählt. Ja. Nein, ich habe doch mein stinknormales. Nein. Gerade eben warst du die ganze Zeit als Ostfranken. Bist du jetzt was anderes angeklickt? Ja, du hast irgendwas anderes. Ich habe nichts angeklickt. Deine Reichsgröße hat sich etwas verschmälert. Ja, du bist der kleine Scheißhaufen da. Ja, wo ist denn das? Ich würde klein anfangen wollen lieber, ne? Das macht mehr Sinn, als wenn man sich gleich ein Königreich schnappt. Ja, aber so ist nicht über so ein kleines Dorf. Such doch mal, nimm doch mal Moldawien zum Beispiel. Das sieht doch ganz gut aus. Sieht doch recht stabil aus, Moldawien. Hat einen Haupterben, hat einen König. Also ein Herrscher. Darf ihn da rein zu traden? Ich würde einen kleinen Teil vom Byzantinischen Reich nehmen oder sowas. Weil da hier hinten Kanata, da bist du nackig. Oder von König von Bulgarien. Oh, Moldawien ist doch stabil, ist schon Königreich. Also. Ja, aber das ist aber gefährlich. Aber klein. Ja, aber das ist gefährlich. Schaut, ganz nebenbei, es ist nie gut zu starten ohne einen Lehensherrn. Weil dann bist du ach, Opfer von allen. Schau mal. Ach, so ein Quark. Ja, doch. Schau, ich bin Sardinien. Ja, ja. Hört nicht auf den Prime. Ja, wie gesagt. Ich habe auch noch einen Lehnsherr, und das hat mir jetzt momentan nicht so viel gebracht. Ja, das kommt immer. Ich würde gerne was... Viel Kriege, viel Landverlust. Ich war auch unabhängig, hat mir auch geholfen. Man muss halt nur wissen, wie man es macht. Ja, natürlich. Ja, das und ein bisschen Glück haben. Und ein bisschen Glück haben muss man auch. Genau, Glück gehört auch dazu. Wie gesagt, oder als nackter Ender. Nackter Ender? Okay. Du kannst aber auch mal einen Araber spielen, wenn du möchtest. Das geht auch. Ja, ja, ich bin nämlich gerade dabei, hier mal so ein Oberhäuptling einfach und dann sich hoch zu schlafen dann dementsprechend. Du mal, muss aber wunderschön sein. Kleinkönigreich Makurien. Das sieht doch gut aus. So schön. Halt ganz Afrika, da ist auch Possibilities nonetheless. Hm. Wo ist das Land genau? Unter Tulunit, also unter Ägypten quasi. Unter Ägypten, ah ja. Guck mal, das hatte ich auch schon in der engeren Auswahl. Ui, 2-2, ui, Jesus Christus. Makurien, ne? Also, geht doch. Ja, das hilft oh, das Kleinkönigreich, das so groß ist wie Deutschland. Ja, aber das ist ja nur Wüste, das ist ja. Hat sich jetzt als Dings wieder eingefunden. So, also meinetwegen können wir auf 1, ne? Klick jetzt mal auf Spielen. So, jetzt müssen alle drin Charakter gewechselt. Spieler André Prime hat Charakter gewechselt. Warum hast du Charakter gewechselt? Ich hab keinen Er hatte vorher noch kein Gewehr. Er hat als einziger einen Übersichtsbild. Warum war ich automatisch sofort drin? Oh, weil jeder auch der Host automatisch drin ist. Auf jeden Fall wird er bei Spielern. Ich habe aber den blöden Charakter gewechselt. Grafschaft von Carcassonne bin ich jetzt. Warum?
du hast irgendwo drauf geklickt, glaube ich. Ja. Wie komme ich da wieder zurück? Mehrspielerlobby. So, ja, genau. Und dann kannst du neu wählen. Ist er noch kleiner? Dann musst du den Besen nehmen und dann kannst du neu wählen. Das da. Den Besen? Besen. Einmal auskehren. Ja, jetzt passt. Einmal Tabula Rasa und einmal mit Profis arbeiten. Ja. Einmal im Leben mit einmal Profis arbeiten. Durchwischen. Also, wir haben es jetzt geschafft. Ja, dann ja. Starte ich auf 1. Ich bezahle demjenigen 300 Gold, der mich von der Gicht befreit. Warte mal auf 1. Ich bin hot. Okay, dann ich würde den Niederpeier in einen Kriegsreiter auch rufen. Machen wir das noch? Weil sonst ist es zu unübersichtlich zu 9 hier oben. Ja. Was? Wie kriegst du gerade? Hier wird alles besprochen. Nein, das geht auf nichts erfahren. Sein. Wir sind verbündet. Das ist halt. Wir sind verbündet. Ja, okay. So, ich merke mir das. Ja, ja. Ich schreibe das, schreib das in die Annalen des englischen Königs. Ist gut, wo du das in deinen Annalen schreibst, ist das Ganze. Das war ganz schön weh. Aber Leute, ne? Komm gleich wieder einen Moment. Leute, da bahnt sich schon ein Bündnis an zwischen. Wir sind schon verbündet. Wir kämpfen schon in einem Krieg gemeinsam. Zwischen diesem kleinen Aquaman-Reich da, so die, ne? Und zwischen dem fränkischen König, der eigentlich nicht auf den Thron gehört, ja? Möchte ich nur mal sagen. Definitiv. Er wird geschuldet, Nirapai, siehst du das? Ja, rechtmäßiger Thronerbe hier. Ja, eben, wir sind mega Bastard, hallo. Ja, gut. Ich setze mich mal runter in den Krisenraum. Nimmst mich bitte mit. Ja, mach ich. Dann startet. Jan ist da, oder? Alles da. Na gut, dann geht's auf 1 weiter. Schreit, wir kommen dann gleich wieder hoch. Dadala. Hallo. Hallo, werter König. Böse Sie. Verwild. So, wo sind meine Armeen? Ah, da oben. Oder? Ich hab mir gerade nochmal 1500 Söldner besorgt. Ja, das wird auf jeden Fall reichen. Sigrid. Wo ist da mein Militär hin? Ach, da unten. Ja? Ich hab gerade einen Anzeigefehler meines Militärs, wie es aussieht. Ich hab keine Anzeige für mein... Ah, jetzt ist sie da, meine Leute, ja. Wie gesagt, Zeit ist key, um dieses Ding zu gewinnen. Direkt nach Olbia, und denn da sollte eigentlich der Herzog von Toskana sitzen. Ja, direkt da. Als Anführer des Heeres, wenn es mich nicht täuscht. Und die erobern ziemlich schnell. Wenn Olbia fällt, ist nicht so tragisch. Ich erobere Cagliari in der Zeit, hoffe ich mal. Und lass mich nicht erwischen. Abgezogen. Ah, wenn eine Armee, die 1252er, die Hauptstadt... Also der Toskana Florenz belagert und die 2000er nach Sardinien übersetzt, wäre eigentlich perfekt. Ja. Dass wir diesen Krieg schnell beenden. Dann, also der Plan. Haben wir das mal angesehen jetzt. Der König Louis der Stammler von Aquitanien, der hat ganz, ganz viele Söhne. Hat drei Söhne. Bedeutet, sein Reich zerfällt in drei Länder, wenn der Stammhalter stirbt. Okay. Die Frage ist, möchte der König von Westfalen einen schnellen Eroberungskrieg gegen den König von Aquitanien führen und das Reich sich so einverleiben oder lieber die Einzelkönigreiche angreifen? Kommt drauf an, wie viel Armee die noch haben. Theoretisch wäre einmal auf alles auf einmal besser. Wäre schlauer, ja. Weil ich habe mir zwei sehr hinterlistige und tückische Möglichkeiten ausgedacht. Entweder ich ermorde den Stammhalter von Aquitanien und dann teilt sich das Königreich in drei. Wahrscheinlich ein Königreich Italien, ein Königreich Westfranken müsste sein. Ja. Und Königreich von Aquitanien. Ja. Königreich von Ostfranken, Königreich von Westfranken und einmal Königreich von Italien. Das werden die drei Stammhalter sein. Und dann könnte man die einzeln erobern. Oder aber einmal Aquitanien. Und dann, da ich dann de jure, oder ihr mein de jure Herr seid, würde ich als euer Vasall eintreten. In das Königreich von Aquitanien und Ostfrankenreich. Dann können wir machen, sag mal, wie alt bin ich überhaupt? Oh ja. 30. Gut aufpassen wegen der Nachfolge, ja.
Ja, habe ich schon, aber im Moment zerfällt dann das Reich ein bisschen. Bekanntheit ansparen, um vielleicht einen Erben zu enterben. Prinz Leutholz kann theoretisch kann schon heiraten, also aber müssen noch nicht heiraten. Meine Frau ist schwanger. Die Frage ist, wird ein Sohn geboren oder wird eine Tochter geboren? Wenn ein Sohn geboren ist, dann können sie gerne heiraten. Wenn nicht, dann müssen wir die Verlobung lösen. Ich brauche eine matrilineare Heirat. Tatsächlich. Sonst habe ich keinen Stammhalter. Dann schluck ich quasi. Quasi, ja. Das könnte man dann sagen. Dann wird der Prinz von Leutungen auch Sardinien bekommen. Leichte Anzeigefehler im Spiel. Jetzt rein und raus zoomen geht's. Verlobte können heiraten. Ja, ja, das sind die. Ja, wir müssen noch kurz warten, ob es ein Sohn oder eine Tochter wird. Und ich hoffe dann, dass der Sohn stirbt. Von wem sind wir, bitte schön? Aus Midgard. Welchen da haben mir gerade 2700 Räuber in mein Reich geschickt. Wer hat das gemacht? Mülzanov irgendwas. Ah, die Belagerung von Olvia wurde verloren. Oh, die kommen jetzt hier. Er ist nicht mehr gesund. Also die anderen sind jetzt dann bald beim Übersetzen. Ja, das ist, wird ein bisschen kritisch hier. Meine Vasallen kloppen sich gegenseitig den Schädel ein. Ja, das kann man dann erst später erledigen mit Verbieten, dass sie untereinander Krieg führen. Das ist problematisch. Einschiffen kostet auch noch gut. Ist schlecht. Ich muss leider die Belagerung abbrechen und fliehen. Meine Armee. Ich komme gleich. Dürfen sie nicht erwischen. Wohin setzt ihr über? Direkt in nach Aborea zu deiner Hauptstadt. Knapp von Sardinien. Das ist gut. Theoretisch geht's auch nach Olbia. Ah, ich habe eine Tochter bekommen. Ah, das wird. Nein, sie kriegen mich! Warum kriegen die mich? Die schlagen mich. Die haben mich eingeholt. Ihre Armee war schneller als meine. Oh, gerne. Ja, aussichtliche Ankunft in einem Tag. In einem Tag. Ja, aber dann gibt es noch ein Schiff, mal. Nein, 29 Tage verbleiben, das war nur bis zum nächsten. Ja, ich denk's mir. Ja, das ist. 27. Das ist schon vorbei. Und die fliehen jetzt. Lagerung habe ich 30 von 250. Eingehabt. Ja, ich sehe schon, in diesem Krieg bin ich nicht so nützlich. Muss mal. Ah, es ist so lächerlich. Ich habe tatsächlich eine Übersicht gerade. Noch. Was? Was fett ist. So, die kommen jetzt zu mir, oder? Nein.
Ja, die kommen jetzt nochmal zu mir. Wir wollen jetzt Oristano erledigen, oder? Ja. Wo ist Oristano? Das ist meine Hauptstadt. Oder? Wohin gehen die? Nein, okay, nein. Die gehen nach oben nach Ulbia. Seht ihr? Wo sie wieder anlanden, wir müssen nach oben in den Norden ziehen. Mit den 2600. Ja. Ja, sind wir. Gut. Wir wollen hier, die haben 30%, die müsst ihr erwischen. Und wenn wenn wir den Herzog erwischen, dann ist der Krieg beendet und gewonnen. Wisst ihr, wo die 2000 Leute hingekommen sind? Die zweite sind unten bei Oristano. Die stehen direkt da. Ah, jetzt. Ja, ja, mir wird nicht angezeigt, dass das die sind. Das wird mir auch nicht angezeigt, weil da ist anscheinend ein Fehler mit den... die wollen jetzt in die Berge, ja, die wollen Bergverteidigung bekommen. Na, ich war schneller. Nein. Die ist verdammt schnell, die haben mich eiskalt eingeholt. Was Preisco? Oh ja. Oh, ich kann's nicht sehen. Ja, hab's erwischt. Sehr gut, ja, ich seh's. Plus 15, sehr gut. Tötet sie, nehmt ihn gefangen. Und die Belagerung, wie läuft die? Hälfte. Oh, ein harter Kampf, aber das Würfelglück ist mit euch. Ja, weiter. Sehr gut, erschlagt den Unhold. Was? Verloren oder gewonnen? Gewonnen. Gewonnen. Sehr gut. Nein, King Yan hat das Spiel verlassen. Mal kurz hochschauen. Oh ja, gefangen genommene feindliche Kombanden Herzog Rothildes, Adalbert von Toskana. War der König auch nicht dabei anscheinend. Weißen Frieden kann ich noch nicht annehmen. Wir müssen Olbia zurückerobern. Ah, da oben ist quasi bald das besetzt, das ist gut. Das Problem ist, ich habe nur 46 Mann momentan. Also. Ich hab noch. Wenn du einmal Ulbia zurückeroberst, das wäre super und dann. Wo ist denn Ulbia? Ja, direkt diese Provinz, wo da reingelaufen wird. Die Armee von Florenz zieht sich zurück. Ja. Schwierig. Frag mal oben nach, ob er wieder reinkommt. Hallo, Jan kommt wieder rein, oder? Hallo. Ja, ich wollte. Das ist wohl doch halbwegs gut verteilt. Was war? Wir haben einen Verlust, Spielerverlust. Ja, Jan ist rausgeflogen. Es hat sich das Spiel geschlossen, oder? Ja, ich musste mir jetzt... Also normalerweise habe ich ein Paradox-Konto, aber das war jetzt nicht da. Ich weiß jetzt gerade nicht, was passiert ist. Boah. Klassiker. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich habe Anzeigeprobleme mit meiner Armee, die schon ausgehoben war. Also, zeigt's nichts an. Habe ich noch nicht probiert, muss ich sagen, tatsächlich eine Armee auszuheben. Ich weiß nicht, ich habe eine ausgehobene Armee, mit der kämpfe ich gerade. Ja, hast du die ausgehoben jetzt oder als es von letzter Runde noch? Jetzt. Ah, ja, ich hatte die noch von letzter Runde und mir hat sie... Ich habe zwar die Männer gesehen, aber ich musste immer wild rein und rauszoomen, damit es mir die Leute anzeigt und den Fortschritt der Belagerung. Ach so. Also ich hatte jetzt auch noch eine Armee draußen von letztem Mal, aber da hatte ich jetzt so keine Probleme. Okay. Ja, bei mir ging es auch mit den alten Truppen. Vielleicht.
Vielleicht Kinderkrankheit. Ja, ja, es gab eben den Patch da. Es wird viel gepatcht jetzt momentan, ist klar. Ja, Hotfixes, ne? Ich meine, es ist ja. Das Spiel hat ja, ist ja beliebter als heute, glaube ich. Ja, viel, natürlich. Ich glaube, müsste Hotshine müsste an sein, oder? Ich muss nochmal ein Paradox-Konto anmachen, weil normalerweise habe ich eins, aber ich bin jetzt, das war jetzt gerade nicht da, als ich wieder. Wurde abgemeldet. Ja, mach mal. Ja. War gut. Alles fein. Konntet ihr euch denn da unten beratschlagen? Wegen Aquitanien, Schrägstrich, Toskana? Ja, es geht nur um den Krieg gerade, ne? Also. Da muss halt gewonnen werden und da müssen wir viel reden und wäre natürlich blöd, wenn wir da die ganze Zeit euch zwischenquatschen. Aber Galura ist eingenommen worden von... Das ist schon lange. Also das wurde eingenommen vom Emirat letztens. Die haben mir den Krieg erklärt und da konnte ich nichts machen, weil die über 1000 Truppen hatten. Und dann hat die Herzog von Toskana, mit dem ich befreundet war, wollte mir beistehen und hat es natürlich... also mein Vater war mit dem Herzog von der Toskana mega dick. Anscheinend ist ich sehe gerade, der Herzog von Toskana ist Mörder und Sippenmörder. Ja, ja. Er macht's aber nicht mehr lange. Nein. 65, ne? Baldes. Ja. Baldes. Ja, und seinen Nachfolger, glaube ich, habe ich schon eingesperrt. Ja, der Alberto Bonifacio, der lebt, oder? Du hast die Herzogin Rotildis der Toskana hast du eingesperrt. Das ist seine Schwester. Ja. Nein, das ist die Gattin. Aber noch irgendwie. Nein, wo ist eigentlich mein Gefängnis? Du hast seine Gattin vom momentanen Herzog hast du eingesperrt, genau. Du hast die Mutter vom zukünftigen Thronerben eingesperrt, das ist gut, da kannst du sie freilassen und ein Druckmittel erpressen. Ha! Bei der Königin, glaube ich. Oder beim König ein Druckmittel, weiß ich nicht. Ja, ja. Lustig, lustig. Ja, Gefangene. Ein Moment bitte. Ja, alles gut. Das Spiel ist nicht so schnell. Ja, alles gut. Kann man ein bisschen quatschen. Tatsächlich, basiert auf 1 mittlerweile auch recht viel. Ja. Ja, tatsächlich, ja. Ja. Ab einer bestimmten Größe. Ja. Das ist so ätzend. Mich wundert ja, dass England noch nicht gewachsen ist. Grumpland. Grumpland, ja, ist auch. Grumpland. Weißt du, er hat es umbenannt. Mhm. Ja. Wie macht er das? Wie mache er das? Aufs Banner klicken? Klickst auf den Banner, Alter. Dann kannst du oben dein Königreich umbenennen. Oder deine Grafschaft oder ähnliches. Was hast du, England ist nicht gewachsen? Hallo, ich wachse die ganze Zeit. Unlautere Mitteln, glaube ich. Ja. Ich bekomme es ja nicht in den Schoß gelegt, wie Juni dabei. Ja? Hast du in den Schoß gelegt? Ich habe auch dafür was tun müssen, hallo. So ist es. Na ja. Alle hassen mich. Lächerlich. Woran das wohl liegt? Oh, man weiß es nicht. Vielleicht an der Eigenschaft Mörder oder ich, Familienmörder. Die, ja, die Wahrheit kennen nur die Toten, oder wie war das? Ich bin unschuldig. Das sind alles haltlose Anschuldigungen hier. Ja, genau. Wenn keiner mehr was sagen kann. Das ist, man bringe einen Zeugen für diese haltlosen Anschuldigungen. Bei mir ist er beliebt. Ja, siehst du. Vielleicht, weil ich genauso ein Schweinehund bin. Ein edler Herr seid ihr. Wo seid ihr denn? Ah, da unten, Jonas von Norring. Ist das. Was sehe ich denn, ob er bei mir beliebt ist? Wenn du ihn anklickst. Also. Ja. Ja, habe ich. Ach, ich mach's anders. Hier? Jetzt das, weiß Gott sei Dank, ist noch Pause. Er ist Familienmörder und er ist Mörder. Wow. Mhm. Und hinterlistig. Das kommt in den besten Familien vor. Wow. Was? Wow. Der Mörder hat dir nicht gereicht, oder was?
Bin gesehen mit vielen Töchtern. Hm? Guck dir mal den Kleinkönig von Grumbland an, Alter. Nix, gar nichts, nicht ein Mord. Eine lupenreine weiße Weste. Einen, von dem wir wissen. Ja. Naja. Fleißig, schüchtern, gerecht. Wohlstand. Aber nur ein Haupterbe, das ist aber auch Risiko, Trunkenbold. Oder? Der athletische Trunkenbold ist immer noch am besten. Der Sechser im Lotto. Und die Kleinkönigin schaut relativ böse. Die schielt da so komisch rüber, ne? Ja. So einen Besen soll man nicht trauen. Hab ich auch gehört. Die liebt mich. Das byzantische Kaiserreich, warum? Ich glaube, das war eine Heirat Grund von Vorteilen, ne? André? Ja? Siehst du in Schwarzwald bei mir? Wo ist denn der Schwarzwald hier? Ich sehe es nicht. Ah, du meinst Konstantinopel hier, 4000 Mann. Ja, genau. Ja, die plündern, ne? Ja, aber die sind ein bisschen weit weg von zu Hause. Die kämpfen gegen König Arnulf vom Ostfrankenreich. Legt Jan jetzt das Spiel nochmal eine Runde, oder was? Aber wir mit denen auch Krieg haben. Ja, sobald der Krieg mit dem Herzog beendet ist und wir den Frieden aufzwingen können, lösen sich alle Kriege auf. Das ist ja das Schöne. Ach, scheiße, Jan ist sogar an, doch, er ist auch hier drin. Ich dachte schon, er ist so. Jan? Das Spiel muss gerade nochmal kurz laden. Achso, ja, alles gut. Mach mal. Ich hoffe, ich habe, also ich glaube schon, dass ich den anhabe, ne? Also, Beitritt. Aber ja, wie gesagt, wir müssen einfach den Kriegstar von minus 31 auf plus 100%, dann, ich kann auch weißen Frieden nehmen, das ist ganz egal, dann hört sich das alles auf. Ich lagere jetzt gerade, warte mal, wie lange dauert es noch? So Kleckerverbündete, ne? Das ist unglaublich. Also mein Hofzauberer Merlin hat eine Vision gehabt von einem Menschen in ferner Zukunft. Er konnte das ja nicht bestimmen, weil es ist halt, Technologie ist halt auch nicht so weit. Von einem Menschen in einer fernen Zukunft, der auch irgendwie die Buchstaben Nieder und Bayer zu seinem Namen gelegt hat. Und der war ein furchtbarer Backstabber, hat er mir gesagt. Aufpasst. Was ist dieses Backstabbing? Ist das, wenn man sich selbst zurücknimmt? Er möge sich erklären. Ich weiß nicht, er hat eine komische Vision, aber er raucht auch viel Kraut und so. Weißt, kann sein, dass es, ne, irgendwas daneben gegangen ist. Keine Ahnung. Solange es kein doppelter Durchstoß wird. Ja. Ich bin zuversichtlich, da es keine Atombomben in diesem Spiel gibt. Gott sei Dank, wa? Noch nicht. Das stimmt. Königreich von. Und auch keine U-Boote. Von Westfalen, das forscht schon dahin. Was wollte ich denn eigentlich gerade? Ich forsche U-Boot, Flugzeugträger. Atombombenfürst. Oh, ich forsche erst für meine Menschen, forsche ich erstmal was. Verrate euch aber nicht was. Weil sonst wollt ihr es auch haben. Ich kann doch gar nicht für mich forschen. Ist noch nicht das Königreich, meines Oberhaupt, ne? Nee. Ja, Kultur. Oh, ich sehe gerade. Wir sind ja klein. Das Kulturoberhaupt, stimmt ja. Ich bin auch das Kulturoberhaupt. Ja, im Land von Aquaman. was forscht man denn da so? Ich muss noch die Server-ID eingeben. Was? Ich muss eben noch die Server-ID eingeben. Kannst du nur kopieren. Moment. Einfach alles markieren, STRGC, STRGV. Also bist du ja ewig dran hier. Das per Hand eingeben, uff. Ja, stimmt, per Hand beschäftigt. Und man forscht bessere Wasserqualität. Per Hand mache ich nur eine Sache. Aber die würde ich euch nicht sagen. Ja, weil was Frauen schlagen ist nicht mehr modern, Schalke. Aber es geht am besten per Hand. Immer schön ans Gesicht. Sonst das macht man im Königreich von Grumpy Land. Ja, was weißt du, warum meine Frau so grumpy guckt, ja. Muss Grumpyland, das hört sich an wie ein Freizeitpark. Ja. Grumpland, nicht? Das ist kein Idol. Achso, entschuldigt, Saya. Ich glaube, seine Frau guckt ihn so an, weil er so ein Trunkenbold ist. Na, war es heute wieder saufen? Genau.
Ja, macht ihr euch mal lustig, Alter. Was ist hier mit Merkurien hier? Den habe ich mir gar nicht angeguckt hier. Guck mal, der hat einen Nachttopf auf dem Kopf. Ist leichtsinnig, ja, kein Wunder, wenn so einer Kopfbedeckung, dass man da leichtsinnig ist. Aber immerhin tapfer. Ja, tapfer ist aber nicht so geil. Ja. Tapfer ist schwierig, du kannst ein wenig Dingens machen, ne? Den Schwanz einziehen. Kostet dann so viel. Aber was ist das denn für eine Religion? Ist auch wieder so komisch. Optisch. Also ich muss mal draufklicken, was haben wir. Organisierter christlicher Glauben. Böse, alexandrischer böse. Alexandrischer Katechismus. Gemeindeverflechtung. Achso. Mönchstum haben sie immerhin, das ist gut. Männlich dominiert. Pluralistisch, theokratisch, monogam, das ist schon mal gut. Naja, ich bin auf dem Weg. Oh, super. Perversion ist verboten, ne? Bei Norrington. Das ist schon mal okay. Ja. Ich habe gar kein religiöses Oberhaupt. Warum gibst du dich überhaupt mit diesen afrikanischen Heiden da ab? Ich studiere sie nur. Ich schaue gerade. Wir haben Krieg gegen alles. Ja, das ist, Glaubenskrieg wird ein ganz großes Thema werden bei mir, glaube ich. Ja, greift Island Rahat an von Hack. Das soll ein ganz angenehmer Mensch sein. Was macht denn Rodi eigentlich die ganze Zeit? So still die ganze Zeit. Er plant ja, irgendwas. Noch am Schauen. Er hat die Atombombe erforscht. Ja. Im Jahr 885. Die fliegt schon. Deswegen ist er so leise. Er hat ja Düsenjäger erfunden. Die wurde dann nicht erfunden zu unserer Zeit, sondern wiederentdeckt. Nur falsch aufgeschrieben. Ah. Genau. Das sind schon die ganzen Königreiche verschwunden damals. Oh, Rowdy hat noch eben zu viel. Ja. Eine. Verteilen. Eine. So. Da bin ich gerade. Eine ist nicht so schlimm. Königreich Leningrad ist aber auch gut, ey. Nicht schlecht. Hier war doch auch nochmal ein Wappen mit Hakenkreuz ähnliches Gedöns. Ach, hier gibt's ein paar drüben im Allgäu. Ach, haben die ähnlich aussehen wie ein Hakenkreuz. Auch hier in England haben einige. Ja. Mein Kamera hat Wappen eigentlich ändern. Ah ja, stimmt, hier, da im Indien. Ja, ja, ja. In Indien aber ist ja, bis heute ist ja kein Hakenkreuz, ist ja. Ja, ja, soll ja auch, also ist ja da auch ein Glückssymbol. Schwastika. Kann man sein Wappen eigentlich ändern? Nee, ne? Ja, nee, leider nicht. Leider nicht. Ja. Wunderbar, jetzt ist er da. Ausgezeichnet.